Heute bei Update Medien geht es um YouTube versus Vidme. Außerdem reden wir über die Gewinner des Deutschen Radiopreises und ein bekanntes Netzwerk, beziehungsweise, ja, bekannt ist es nicht, aber dessen Betreiber musste Insolvenz anmelden. Das alles jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Update Medien am heutigen Samstag, dem 9. September 2020. Und 17. Begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuesten Ausgabe unseres kleinen Medienmagazins auf berchotv.de und selbstverständlich auch auf YouTube. YouTube versus Vidme kommt gleich bei uns. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einer kleinen Retrospektive. Und zwar nämlich, kennt noch von euch jemand StudiVZ oder MeinVZ? Ja, das sind ja so die ersten sozialen Netzwerke gewesen, bevor Facebook dann in Deutschland auf die Kacke gehauen hat, dann sind ja immer weniger zu diesen beiden Netzwerken gegangen. StudiVZ war ja vorwiegend so ein soziales Netzwerk für Studenten, MeinVZ halt für alle. Es gab ja noch SchülerVZ, das existiert schon nicht mehr. Und nun ist es so passiert, beziehungsweise es ist ja schon vor vielen Jahren entstanden. Vor 10 Jahren hat ja der Holzbrink Verlag unter anderem die Firma übernommen, wo unter anderem das Team von Ishan Darandi in Berlin, nämlich damals StudiVZ und MeinVZ, gegründet hat. Dann hat der Holzbrink Verlag das Ganze an Wertkapital verkauft, als Facebook ja dann 2008, 2009 in den deutschen Markt eingestiegen ist. Und dann wurde das Ganze an Wertkapital halt verkauft. Und das Ganze wurde dann in Poolworks umfirmiert. Und nun ist diese Firma pleite. Genau, Poolworks ist pleite. Der Betreiber von Studi und MeinVZ hat Insolvenz angemeldet. Es wurde ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat nun auch einen Insolvenzverwalter eingerichtet. Ziel des Ganzen, dass die ganze Gruppe bzw. der Konzern soll erhalten bleiben. Grund für den Antrag des Insolvent heißt es, dass unter anderem nämlich offene Forderungen der Finanzbehörden gefehlt haben. Also anscheinend gab es nicht genug Kohle. Sonst würde man nicht Insolvenz anmelden. Wenn man nicht genug Kohle hat für die Firma, dann klappt es halt nicht. Im Frühjahr erst, das ist auch erst bekannt geworden, wurde Poolworks durch die Firma Momentos Entertainment Group, kurz MMIG, übernommen. Aus Amerika kommt sie und dessen Aktien als Penny Stocks auf dem weitgehend unregulierten Over-the-Count-Markt gehandelt werden. Also in den USA ist es da anscheinend sehr traditionell mit solchen, oder traditionell, was laber ich denn da eigentlich, ich habe da selbst von keine Ahnung, dass dann halt die Firma es übernommen hat und nach der Übernahme wollte man das Geschäftsmodell auf soziale Netzwerke voranbringen. Bedeutet Facebook wirklich den Kampf ansagen, was aber anscheinend jetzt nicht so geradewegs passiert ist. Und außerdem wollte man soziale Netzwerke sowie auch Werbe- und Content-Vermarktung auf den Plattformen halt voranbringen. So hatte den MMEG für Poolworks mit Optionen auf Vorzugsaktien bezahlt, die bei Fälligkeit einen Nennwert von 10 Millionen US-Dollar haben sollen. Und noch Ende August hatte ja das Unternehmen mitgeteilt, dass Poolworks an einem Relaunch und an einem neuen sozialen Netzwerk arbeiten sollte. Also MeinVZ und StudiVZ sollen im nächsten Jahr einen Relaunch bekommen und halt besser dastehen als in den letzten 10, 11 Jahren. 12 Jahren. Doch die Firma, die halt Poolworks übernommen hat, hat nach eigenen Angaben zufolge im letzten Jahr eine Investitionszusage über 3 Millionen Dollar von einem Investor erhalten. Doch die Firma selbst, die macht kaum Geld. Ja, also sprich, die Firma ist da, es gibt viele Ausgaben, es gibt aber wenig Einnahmen, denn so heißt es aus einem jüngsten Jahresbericht, verzeichnet die Momentos Entertainment Group für das letzte Jahr nämlich einen Umsatz von nur, jetzt kommt's, 2.501 Dollar, aber der Verlust liegt deutlich höher, nämlich bei 1,8 Millionen Dollar. Also man hat dort anscheinend entweder einen schlechten Finanzberater, beziehungsweise man kann da nicht mit Geld umgehen. Und das könnte eventuellerweise wirklich für Poolworks heftige Konsequenzen haben, sollte sich kein neuer Käufer finden, denn dann wäre die Ära von StudiVZ und MeinVZ auch wirklich beendet. Wird man halt sehen, wie das Ganze abläuft.
Meine Frage wäre auch an euch, benutzt ihr überhaupt eigentlich noch MeinVZ oder StudiVZ oder habt ihr da noch Accounts? Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte noch bei MeinVZ einen Account, aber den habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelöscht. Das ist noch so meine Erinnerung. StudiVZ hatte ich auch mal, obwohl ich nicht studiere. Und vielleicht, wenn ich dann studieren gehen werde, könnte ich mir wieder einen StudiVZ-Account machen. Sollte es ein StudiVZ noch geben im nächsten Jahr. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare, was ihr davon hält und ob es wirklich überhaupt noch klappen wird, dass man StudiVZ und MeinVZ, sagen wir es mal so, noch, ja, dass die noch leben werden in diesem und im nächsten Jahr. Nun kommen wir quasi zu einem großen Thema diese Woche und das beschäftigt sich wahrscheinlich mit euch, die dieses Video gucken, wohl eher kaum. Wohl eher für mich als Creator auf YouTube. Ich nenne mich jetzt nicht inständig YouTuber, das habe ich in dieser Woche auch bei einem Podcast nämlich in den Kommentaren geschrieben, beziehungsweise im Chat geschrieben, dass ich kein YouTuber bin, sondern also Creator, Journalist oder halt auch, wie ihr es sehen könnt, Moderator, der durch eine Sendung führt oder einfach genannt Host. Und es geht um Vidme, eine Videoplattform, die vorwiegend, so habe ich es herausgefunden, als Sharing-Plattform für Reddit war und für Pornos. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Aber es war vorwiegend für Reddit. Und diese Videoplattform hat in den letzten 2 Wochen ordentlich Zuwachs von YouTube-Creators bekommen, also von YouTubern, die auf YouTube noch vor kurzem oder halt noch Videos machen. Klar ist, dass dieses Portal anscheinend auch sehr viel Aufsehen erregt hat, weil man da viel mehr machen kann. Denn einerseits haben sich ja viele YouTuber beschwert, ohne Namen zu nennen, dass sich YouTube komplett immer wieder verändert. Da bin ich auch einer derjenigen, die sich immer verändern. Wie ihr wisst, passt sich YouTube geradewegs nicht den Creatern an, also den Machern dieser Videos, sondern eher den Kunden, wo sie ja das Geld davon kriegen, damit die Kunden halt auf YouTube Werbung schalten können. Bestes Beispiel halt vor einigen Monaten gab es ja mal die Meldung, dass ja YouTube nun gesagt hat, wir werden entsprechende Videos nur noch ab einer Grenze von 10.000 Viewern nur noch Werbung schalten, nicht mehr ab 1.000. Also insgesamt, ne? Nicht für ein Video, sondern insgesamt. Wir haben ja knapp 70.000 Aufrufe auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Also wir sind noch in der Werbe definitiv drin. Das kann man so sagen. Wäre es nur mit pro Video, dann sähe es wirklich düster für viele YouTuber aus, die halt nur Geld mit Videos verdienen. Und Google hat sich dann entsprechend auch, sagen wir mal, breitschlagen lassen, die Mutterfirma von YouTube, und hat sich entsprechend angepasst, also sich entsprechend gegen den Creators, also gegen die Content-Gebern gewandt und eher dann halt für die also für die Werbekunden so gesehen. Und klar ist auch, dass auf YouTube eigentlich fast jeder irgendwelche komischen Videos hochladen kann. Und es ist sogar auch ja so gewesen, das Wall Street Journal hat ja darüber berichtet, dass ja YouTube vor Videos der IS-Terroristen, also vor Terroristen des Islamischen Staates oder halt pornografische Inhalte automatisiert Werbung schaltete. Und anstatt natürlich diese Videos sperren zu lassen, setzt man einfach eine Grenze höher. Und das ist halt ein bisschen doof. Klar, die Werbetreibenden haben dann gesagt, unser Werbespot ist auf einem Video des IS zu sehen, wir schalten keine Werbung mehr auf YouTube. Gut, YouTube hat sich dann entsprechend angepasst, nun den kleineren Kanälen den Partnerstatus entzogen. Wie schon gesagt, ab 10.000 Views insgesamt gibt es erst Werbung. Bedeutet wirklich, dass dann halt kleinere Kanäle kaum Chancen haben, nur Geld hiermit zu verdienen. Man muss auch so viel mal sagen, wenn man heutzutage wirklich mit YouTube nur sein Geld verdienen möchte, dann ist man hier wirklich an falscher Stelle. Ganz einfach. Ihr müsst halt auch andere Standbeine aufmachen und halt euch auch sagen, naja, das wird eh nichts mit YouTube nur. Es gibt auch noch andere verschiedene Möglichkeiten, mit eurem Können in Sachen Videos Geld zu verdienen. Und da würde ich euch gerne darauf hinweisen. Klar ist auch, dass YouTube auch mal immer wieder seine Nutzungsbedingungen geändert hat. Beispielsweise bei Let's Plays, dass man diverse Let's Plays nicht mehr monetarisiert, also sprich, dass dort Werbung geschaltet wird, auch nicht mehr gelistet wird. Und somit sind viele YouTuber auf die Barrikaden gegangen und haben sich gesagt, fick dich YouTube, dann lade ich meine Videos woanders hoch. Und da ist Vidme dann einfach mal aufgeploppt und hat das Ganze dann auch angenommen. Und viele Produzenten beginnen da halt jetzt auch, also viele Content Creator, halt zu sagen, dann suche ich mir eine Alternative. Wie beispielsweise hier bei Dercho TV oder ich hier von Dercho TV, ich mache hier die Videos. Es gibt ja noch ein Team, was sich um die Webseite kümmert, aber auch sich um die Videos kümmert. Beziehungsweise der Lavi beispielsweise, der ja das Life is Strange Let's Play macht vom ersten Teil.
Wir beispielsweise machen das hier mit unseren Infoformaten so, weil wir berichten ja meistens auch über Kriege, über Katastrophen und so. Und da sagt sich YouTube auch, wenn man in den Tags entsprechend das findet, wird es nicht monetarisiert. Klar, das ist halt auch irgendwie zu sehen, weil die weil man passt sich ja den Werbekunden an. Das ist auch bei unseren Spezialsendungen gewesen. Vorwiegend hatten wir ja 2016 sehr viele Spezialsendungen gehabt. Diese alle wurden nicht monetarisiert. Mein Beschluss stand dann fest, entweder werde ich die Sendungen nicht monetarisieren, was ich auch keinen Bock darauf habe. Ich habe ja auch keinen Bock, mit toten Menschen irgendwie mein Geld zu verdienen. Aber es geht hauptsächlich um die Information, um die Informationsverbreitung, was passiert ist. Viele sagen, ja, du willst doch dir nur eine goldene Nase verdienen, egal ob es Menschenleben sind oder ob es irgendwie was anderes ist. Den hier zeige ich dann nur, wenn ihr es nicht verstehen wollt. Und es ist halt für viel, und wir haben dann auch halt probiert, auf Facebook Spezialvideos hochzuladen. Und jetzt haben wir, oder ich habe mich jetzt da halt auch dazu entschlossen, dass wir trotzdem weiterhin alle Videos, bezüglich auch der Spezialvideos, die halt mal auf Twitch dann live gelaufen sind, halt auch hier auf YouTube zu sehen sind. Und wir sind auch auf Vidme vertreten, das ist kein Scherz, wir sind auch auf Vidme, also vidme/derchotv, das steht auch im Übrigen in der Bauchbinde eingeblendet, ganz weiter unten, dort könnt ihr uns auch finden, da ist auch wahrscheinlich dieses Video hier dabei, was ihr gerade seht. Und trotzdem, ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Klar, Vidme sieht komplett anders aus als YouTube, man hat dort auch viele andere Möglichkeiten. Ich rufe mal unseren Vidme-Kanal mal auf. Und zeige euch mal, was es dann denn da so auch noch so anders gibt. Ich muss im Übrigen auch aufpassen, denn ich darf nicht zu lange über dieses Thema reden, denn ich habe im Moment das Problem, dass ich auf Vidme keine Videos, die länger sind als 30 Minuten lang, hochzuladen. Man kann unter anderem, auf YouTube, das ist jetzt mal der Vergleich, ich wollte jetzt auch diesen Vergleich hier aufhängen, auf YouTube kann man ja die Videos Daumen rauf und Daumen runter bewerten. Auf Vidme kann man sehen, wer einen Upvote gibt, also sprich einen Daumen rauf. Das ist unter anderem cool. Ich zeige aber jetzt auch mal unseren Vidme-Kanal. Das will ich auch jetzt unbedingt machen. Das ist er nämlich, vid.me/derchotv. Und ihr seht, drei Videos haben wir hochgeladen. Gameboy Time, Thema und Update Politik von gestern. Ich möchte im Übrigen auch dazu sagen, dass unsere Let's Plays hier erstmal keinen Platz finden werden, weil sie zu bestimmten Anlässen beispielsweise auch etwas länger werden könnten. Das nur so als kleine Information. Und man sieht, man kann Upvotes geben, beispielsweise, und halt, wenn man kommentieren will, das ist dann halt auch ein bisschen anders. Da muss man halt nochmal auf den Titel des Videos klicken. Wurde zweimal abgevotet, da sieht man es, dann sieht man auch noch andere Videos. Und dann kann man Kommentare abgeben und man sieht auch deutlich, dass da so zwei Leute das halt gemacht haben. Das Schönste dabei ist, man sieht es, aber das wird nicht überall so geradewegs mitgenommen, dass die Links nicht generell mitgenommen wird. Das bedeutet, da müssen wir da halt noch ein bisschen was ändern oder ich muss da halt was ändern und deswegen wird das dann halt auch ein bisschen anders sein. Aber ihr seht beispielsweise, da läuft das Video dann auch und ihr könnt das halt auch in der entsprechenden Qualität auch abrufen, wenn es dann hochgeladen ist. Der Vorteil bei Vidme, das kann man halt sehen, man kann direkt ein Video oder halt einen Pfeil hochladen, also sprich, oder man macht einfach Copy and Paste. Aber hier geht es dann auch darum, dass man sagen muss, gilt denn eigentlich auch dasselbe wie auf YouTube, beispielsweise Urheberrecht und so weiter. Man könnte jetzt irgendwie ein Video von, was Disney oder so nehmen und dann lädt man es da hoch und kann man was machen. Klar ist, dass das auch ein bisschen fraglich ist, aber da hat Vidme anscheinend auch, sagen wir mal, es etwas transparent und man muss auch im Übrigen sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist auch so gesagt. Also wenn ihr Content klauen solltet, ne? Denkt bitte daran, es kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn es der Eigentümer des eigentlichen Videos, wenn ihr das klaut, es sieht, der kann euch anzeigen und dann seid ihr wirklich am Arsch, so könnte man das ungefähr sagen. Ja, in den USA ist es schon sehr groß, Vidme. Bekannte YouTuber haben sich dann aber auch sehr viel mit Vidme beschäftigt, so wie jetzt auch in Deutschland. Und wie schon gesagt, viele importieren einfach, das ist ja die Möglichkeit, einfach ihre Videos halt auch auf Vidme, das tun wir auch. Da möchte ich halt nur darauf hinweisen, dass wir erstmal vorwiegend unsere Infoformate, aber auch Gameboy Time als einziges Gaming-Format erstmal etablieren wollen. Etablieren klingt so ein bisschen doof, einfach mal erstmal zeigen wollen, damit die, die auf Vidme unter anderem nur unterwegs sind, uns auch auf YouTube finden. Das wäre nämlich auch eine tolle Möglichkeit, das Ganze irgendwie hinzubekommen. Wäre auch richtig nice, um das irgendwie zu machen. Und ich kann euch auch schon mal die Trendseite von Vidme mal in Vidme Deutschland zeigen, wie das Ganze aussieht, denn man sieht zum Beispiel einerseits auch, jetzt sehe ich beispielsweise meinen Feed, da sehe ich jetzt hier den Kmetsch beispielsweise, einfach Kmetsch.
oder Nerdstar sehe ich hier auch, die ja auch ab und zu hier Videos hochladen, sie sind auch hier vertreten. Dann halt auch der Bernie 81, den möchte ich gerne auch empfehlen. Razertainment ist auch dabei. Viele bekannte YouTuber bzw. Kollegen und Freunde, die ich kenne, sind auch dabei. Auch Streetpass Germany, wer kennt sie nicht, die Seite streetpass-germany.de, aktuelle News rund um rund um Nintendo-Sachen, könnte man sagen. Und da gibt es halt auch noch viele andere. Was haben wir beispielsweise heute, hier an diesem Samstag, da sieht man es, German Invasion This Week at Whitney, von Whitney selbst. Also da wird auch jetzt schon über die amerikanische Plattform, auch, also auf dem amerikanischen Bereich schon von Whitney berichtet, dass viele deutsche YouTuber hier hinkommen und auch schon deutsche Videos. Also man sieht es hier, Hand of Blood bei Herr Newstime und so weiter und so fort. Das Ganze muss ich jetzt nicht anklicken, aber ihr wisst schon, wie ich das Ganze meine. Ihr könnt es euch gerne angucken, ihr könnt euch auch ein Konto erstellen, ist alles kostenlos, also da muss man nichts dazu zahlen. Wie das Ganze hier mit der Werbung ausschaut, man kann das Ganze, man hat entweder die Chance durch Spenden, also man kann, wie ich das jetzt bei der Anmeldung hatte, sein PayPal-Konto angeben und man kann dort durch Spenden leben. Werbung hatte ich bis jetzt noch nicht, ich habe keinen Adblocker, ihr seht es, und ich sag mal so, ein Vorteil hat es eigentlich auch, weil dann kann man erstens mehrere Menschen erreichen, die halt sagen, YouTube, das gucke ich schon seit Jahren nicht mehr, und viele sind auf Whitney unterwegs. Es gibt ja auch noch Dailymotion, es gibt ja Vimeo, gibt es ja auch noch. Also ich könnte sie so gesehen fast auf allen Plattformen auf der Welt meine Videos hochladen und jeder könnte es sehen. Aber YouTube bleibt auch für Dercho TV im Moment oder halt generell. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir dann zwei Wochen später sagen, so, wir verpissen uns von YouTube, wir machen nur noch auf Whitney einen geilen Scheiß. Nein, YouTube bleibt unser Hauptkonto, also unser Hauptvideobereich, das möchte ich auch mal so klarstellen. Bedeutet auch, dass wir an dieser Stelle halt auch, dass ich an dieser Stelle halt auch sagen will, wir sind auch auf Whitney, um jetzt nicht nur zu sagen, wir machen den Trend mit, sondern um auch neue Leute zu erreichen, die auf YouTube generell nichts zu suchen haben. Das ist mein Ziel. Und das Ziel ist halt auch, weiterhin Informationen zu liefern, nicht nur für YouTube, sondern auch für Whitney. Das Video ist auch auf derchotv.de zu sehen, aber halt mit einem eingebetteten YouTube-Player. Und je nachdem, wie sich YouTube dann da weiterentwickeln wird, werden wir euch auch da auf dem Laufenden halten. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich auch irgendwie gedacht, jetzt haut er mal richtig auf die Kacke deswegen. Aber ich sag mal so, Whitney und YouTube, da jetzt noch so viel Großartiges zu sagen, es hat sich halt auch sehr viel verändert, muss man so sehen, in der Content-Geschichte von YouTube. Man weiß, durch jeden Scheiß, den man auf YouTube macht, kann man irgendwie ein Star werden, um da jetzt nicht irgendwelche Leute anzugreifen. Aber generell ist es halt auch so, geradewegs die, die halt geilen Content machen und die auf YouTube dafür nicht gewürdigt werden, würde ich auch empfehlen, das auf Whitney zu machen. Vielleicht wird man schließlich auf Whitney dann halt gewürdigt, das Ganze zu machen, und man kriegt da auch wahrscheinlich hoffentlich dann wenigstens ein paar Spenden, das kann man auch noch so sagen. Aber generell denkt bitte dran, heutzutage ist es sowieso schwer, mit YouTube Geld zu verdienen. Und ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen, warum ihr auch auf Whitney seid. Also geradewegs an meine Kollegen, die hier, oder auch gute Freunde von mir, die hier auf YouTube auch Videos machen, die ich gerne empfehle. Wie schon gesagt, der Bernie 81 unter anderem ist auch mit dabei. Warum ihr das Ganze so findet, oder sagt ihr, warum Whitney sich nicht durchsetzen wird? Weil klar ist, es gab ja mal früher wirklich viele Konkurrenten von YouTube, gegen YouTube. Es gab MyVideo. MyVideo existiert in seiner Anfangsform nicht mehr. Da zeigt man jetzt ein paar Trailer. Da gab es ja auch mal Livestreams in Sachen wie Let's Play Together und so weiter. Gibt es auch nicht mehr. Dann Clipfish ist ganz umstrukturiert worden. Heißt jetzt Watchbox und bietet VOD-Angebote an, quasi ein kostenloses Netflix. Und alle anderen Konkurrenten, die kennt man kaum. Dailymotion. Whitney beispielsweise. Ja, warum wird sich Whitney durchsetzen können oder nicht? Und eure Meinung gerne zu Whitney würde ich gerne von euch in die Kommentare hören. Und vielleicht können wir auch darüber mal einen Podcast machen. Das wäre auch nämlich mein Wunsch, das Ganze auch ein bisschen anders zu sehen. Vielleicht von einer anderen Perspektive, außer von der schriftlichen, in den Kommentaren. Und ich würde gerne eine Diskussionsrunde starten. Vielleicht setzt sich YouTube dann doch ein bisschen ein, mal seinen Verstand zu benutzen, sich nicht nur auf die Werbekunden zu konzentrieren, also sprich auf die Werbemacher zu konzentrieren, die halt ihre Werbung auf YouTube schalten, sondern einfach mal sagen, okay, der Kanal muss weg, wenn er Scheiße baut, dann löschen wir ihn halt, dann sperren wir ihn halt, anstatt dann irgendwie zu sagen, okay, wir setzen die Grenze immer höher, weil irgendwann wird auch der bekannteste YouTuber bald auf YouTube nicht mehr sein Geld verdienen können und dann steht er dumm da. Ganz einfach. Da muss er noch richtig arbeiten gehen. Oh mein Gott. Ja, eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt wechsle ich mal kurz die Kamera, weswegen ich mich jetzt auch in der Position wechsle, und wir reden gleich mal über Medienthemen.
Internet ist ja eigentlich auch ein Medienthema, aber es geht eher um den Deutschen Radiopreis. Der wurde an diesem Donnerstag, am letzten Donnerstag in Hamburg in der Elbphilharmonie verliehen. Ich muss unbedingt in die Elbphilharmonie. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie nur im Bau gesehen. Aber das ist was anderes. Bevor wir dazu kommen, klicke ich erstmal auf einen bestimmten Button, der uns die News der Woche zeigt. Und dazu kommen wir nämlich jetzt aus dem Bereich Medien und Gaming. Selbstverständlich für euch. Und wir beginnen mal wieder mit YouTube. Wer hätte es gedacht? YouTube Kids nämlich startet in Deutschland und in Österreich als App und auch als App im Moment. Und es bringt Inhalte wie Sachgeschichten, Kindervideos oder halt auch Angebote zum Mitsingen von Kinderliedern dazu. Eltern haben dabei auch umfangreiche Möglichkeiten, die Kontrolle darüber zu haben, was ihre Kinder auf YouTube Kids gucken können. Hieß es in einer Vorstellung in Berlin. Die App ist für Smartphones und Tablet erhältlich und existiert schon seit 2015 in Amerika. In 37 weiteren Ländern sowie auch in 8 Sprachen ist YouTube Kids nun erhältlich und die App wurde schon mehr als 45 Millionen Mal aufgerufen. Wäre etwas für den App-Check nächste Woche. Dann kommen wir zum Fernsehen. Die Fox Network Group hat bekannt gegeben, dass man in den in Deutschland ansässigen Sendern National Geo, also Nat Geo People, National Geographic People, einstellen wird und das schon zur kommenden Woche. Das berichtet DWDL. Der Sender wird nämlich in wenigen Tagen aus dem Kabelnetz von Vodafone verschwinden. Bei Unity Media ist dies schon passiert und wurde dort durch National Geo Wild ersetzt, der nun mehr Aufmerksamkeit bekommen soll. National Geographic People startete vor 3 Jahren im Jahr 2014 in 50 Ländern und ging aus dem Deutschland bis dahin existierenden National Geographic Adventure hervor. Dem Fox betreibt nämlich auch noch National Geographic People auch den Hauptsender mit dem Namen National Geographic und National Geographic Wild. Und dann kommen wir auch noch zu einem Gaming-Thema, heute sehr, sehr wenig. Die Macher von Die Siedler von Catan arbeiten, Catan mit N am Ende, arbeiten mit dem kalifornischen VR-Entwicklerstudio Experiment 7 und auf dem auf Brettspielumsetzung spezialisierten Team von Asmodee Digital an einer VR-Umsetzung von Die Siedler von Catan. Und zwar so unter dem Titel Catan VR. Das Spiel wird Ende dieses Jahres für die Oculus Rift und für Samsungs Gear VR erhältlich sein. Andere Plattformen sollen da auch noch folgen. Unklar ist es, ob es auch für die PlayStation VR kommen soll. Die Macher beschreiben Catan VR als voll immervisiertes Format, das die originale Brettspielerfahrung in die Virtual Reality bringt. Auf der Homepage unter anderem steht auch, dass das Spiel sowohl einen Single- als auch einen Multiplayer-Modus bekommen wird. Einen Trailer sowie Screenshots gibt es noch nicht, aber es gibt einen Announcement-Trailer auf derchotv.de, den könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Ja, und soviel dann auch zu den News der Woche. Mehr News wie immer auf derchotv.de. So. Und wir kommen jetzt zum Deutschen Radiopreis. Dass Radio bei uns hier eine geringe Erwähnung hat, ist eigentlich bekannt. Wir konzentrieren uns ja hier bei Update Medien ja eher aufs Internet. Das soll ja demnächst wieder ein bisschen mehr im Fokus stehen. Aber auch aufs Fernsehen sowie auch auf Gaming. Das ist halt klar. Und diesmal blicken wir aber auf den Deutschen Radiopreis. Er wurde am Donnerstag in Hamburg verliehen und dann auch noch mit einer sehr schönen Kulisse, und zwar nämlich der Elbphilharmonie, die ja dieses Jahr eröffnet wurde. Barbara Schöneberger führte durch den Abend und wir bereden heute hier nur einfach nur die Gewinner des Ganzen. Also ich muss euch jetzt nicht irgendwie sagen, wie die Bühne aussah und so weiter. Das muss nicht unbedingt sein. Das sollte man auch nicht machen. Klar ist, wir bereden halt entsprechende Kategorien, 11 an der Zahl, und beginnen mit der Kategorie Beste Comedy. Ich habe auch im Übrigen kurz nachgezählt, oder nicht kurz, sondern bei der Vorbereitung, wie viele Sender öffentlich-rechtlich oder privat gewonnen haben. Hier haben die Privaten mehrheitlich gewonnen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben insgesamt nur 4 Preise abgeräumt, die Privaten ganze 7. Und einer davon ging an die Beste Comedy an Radio FFH in Hessen mit dem Comedy-Keller von Dirk Haberkorn und Boris Mainzer. Ebenfalls mit der besten Innovation das Gong 96.3 S-Bahn-Casting, also vom Radiosender, vom Münchner Radiosender Gong 96.3, zwei Stationen Ruhm, so heißt es. Das beste Interview halt die blaue Couch, Gabi Fischer und Manuela Brenzinger vom Sender Bayern 1. Schönen Gruß an die Instagram-Kollegen von Bayern 1, die uns ja auf Instagram folgen.
Dann der beste Moderator Wolfgang Leika-Moser von Guten Morgen Bayern bei Antenne Bayern. Beste Moderatorin wurde Gerlinde Jennecke für ihre Sendung Gerlinde Jennecke in Friends für den Sender 94.3 RS2. Die beste Morgensendung kommt aus Hamburg, und zwar nämlich Mission Aufstehen, die Radio Hamburg Morning Show von John Ment und Birgit Hahn. Beste Sendung geht an den RBB, somit an die Öffentlich-Rechtlichen, nämlich die Radio 1 Show mit Britta Steffenhagen und Alina Faltermeier. Beste Newcomer sind von Radio PSR, nämlich Henriette Fee-Günzer mit der Radio PSR deckt auf unglaubliche Geschichten aus Sachsen. Enjoy bietet die beste Programmaktion, nämlich Kopf hoch, das Handy kann warten, Kopf hoch, so sieht es aus, von Melanie Fuchs und Philipp Göwe. Die beste Reportage kommt ebenfalls von der ARD, nämlich von MDR Kultur. Gedopptes Gold, wie aus Heidi Andreas wurde, von Susan Krieger. Und das beste Nachrichten- und Informationsformat kommt von RSH, nämlich Politik am Sonntag mit Carsten Koch. Auch eine tolle Sache. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die gesamten Gewinner. Und damit sind wir auch schon am Ende und wollen dann mal direkt erstmal zum Ende dieser heutigen Sendung von Update Medien kommen. Ganz kurzer Hinweis, ich möchte gerne Werbung machen für gute Freunde, die sehr viel Content machen. Nerdstar nämlich. Nerdstar.de gibt es. Eine Webseite. Ich kann sie dann mal ganz... Ne, ich glaube, die Zeit reicht dafür nicht aus, denn ich will dieses Video auch auf Whitney hochladen. Wäre ein bisschen doof, wenn geradewegs eine Diskussion über Whitney nicht auf Whitney zu sehen ist, weil ich die 30 Minuten begrenzt habe. Nerdstar.de. Dort findet ihr außerdem auch noch Gaming-News und auch noch News aus dem Nerd-Kosmos. Das nur so als kleine Information. Da weise ich euch gerne immer wieder darauf hin. Da posten wir, beziehungsweise teilen wir auch aktuell dann News. Und halt auch die Videos von unseren lieben Freunden aus Bielefeld. Die Stadt existiert. Ich war schon dreimal da und kann sagen, sie ist schön. Und wir selbst haben auch noch was zu announcen. Wir kriegen ein neues Logo. Ja, in 2 Wochen ist es soweit. Morgen in 2 Wochen zum Start zur Bundestagswahl wird der EchoTV sich von diesem Logo hier verabschieden. Wir werden das in 2 Wochen, sagen wir mal, so ein bisschen zelebrieren, dass wir uns von diesem Logo trennen werden. Und wie das Ganze dann aussehen wird, das neue Logo, schaut auf derchotv.de vorbei. Viele freuen sich darüber, dass es endlich ein neues Logo gibt. Und ich muss auch zugeben, dieses Logo haben wir schon seit fast 4 Jahren. Und es wird endlich Zeit für ein ganz neues Logo. Generell wird sich aber designtechnisch nicht so viel ändern. Es wird nur einen neuen Font geben, also neue Schriftart und neues Logo. Update wird so bleiben, wie es ist. Thema ebenfalls. Aber wir werden uns ein bisschen professionalisieren wollen. Also es soll ein bisschen seriöser alles hier wirken, weswegen ich hier schon wieder im Hemd sitze. Und das wird morgen bei Update Sport ebenfalls so sein, dass ich hier im Hemd sitzen werde. Damit sind wir auch durch mit der heutigen Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Update Sport. Denkt bitte daran, kommentieren in Sachen Whitney oder halt auch SchülerVZ. Wir können auch was zum Deutschen Radiopreis sagen. Ist mir auch eigentlich schnupp. Kann man so behaupten, wenn man will, aber ist egal. Ja, derweil trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.